Hallo und herzlich willkommen zum 17. Teil unserer Tutorial-Reihe Spieleentwicklung leicht gemacht. Heute werde ich euch zeigen, was Common Events sind. Ich öffne dazu die Database und bekomme hier auf diesem vorletzten Reiter den Tab Common Events und hier kann ich Common Events anlegen. Zunächst mal habe ich auch wieder eine Liste, bei der ich wieder ganz normal per Change Maximum ein paar mehr Common Events setzen kann. Ich setze jetzt einfach mal 10 zum Beispiel und habe jetzt 10 Common Events. Was direkt auffällt, im Unterschied zu normalen Events haben diese Common Events keine einzelnen Eventseiten, sondern nur eine Liste mit Events Commands, einen Trigger und einen Namen. Und hier dann noch ein Condition Switch, der jetzt hier aber deaktiviert ist. Beim ersten Common Event gebe ich jetzt den Namen Test Common Event. Jetzt füge ich hier ein paar Event Commands hinzu. Ich kann also Text zeigen. Hallo. Das Ganze funktioniert ganz normal. Ich kann hier Switches verändern. Ich kann hier nochmal Test-Switch verändern. Also es scheint ein ganz normales Event zu sein. Setze ich auf an. Und dann gehe ich nochmal auf den letzten Reiter. Und rufe den Menu-Screen auf. Also wir sehen, das ist ein ganz normales Event. Ich kann hier ganz normal Event-Commands einfügen. Nur ich habe hier einen Trigger, der None heißt. Was bringt mir das also? Nun, wir haben hier ja ein Event-Command, das heißt Call Common Event. Das befindet sich auf der ersten Seite hier, das hatten wir auch schon im vorletzten Tutorial gesehen. Und hier erscheinen jetzt meine ganzen Common Events, somit auch das Test Common Event. Und das kann ich jetzt per Event halt direkt aufrufen. Dann wird hier, wenn ich im Event das Common Event, Test Common Event aufrufe, würde eben der Text hier angezeigt werden, dann würde dieser Switch verändert werden und der Menüscreen aufgerufen werden. Solange ich den Trigger auf None habe, wird es von alleine nicht ausgeführt und ich kann es nur per Event auf der Map aufrufen. Jetzt kann ich diesen Trigger aber auch auf Autorun setzen und einen Condition Switch dafür bestimmen. Ich nehme mal den Test Switch. Das würde bedeuten, sobald dieser Test Switch hier auf On steht, wird dieses Event hier mit dem Trigger Autorun ausgeführt. Das heißt, es wird automatisch laufen und das gesamte andere Spiel einfrieren. Dann müsste ich am Ende noch ein Exit Event Processing einbauen. Wo haben wir es? Exit Event Processing. Damit ich auch weiß, dass es event wird, oder ich muss zumindest diesen Switch hier auf Off setzen. Den Test Switch auf Off setzen. Damit das Ganze eben auch abbricht und nicht mein Spiel für immer einfriert. Ich kann das Ganze hier auch auf Parallel haben. Das heißt, das Event wird parallel weiterlaufen. Und solange dieser Switch eben on ist. Das ist zum Beispiel gut, wenn ich parallele Effekte aufrufen will. Zum Beispiel, ich will immer diesen Wettereffekt Regen haben. Dann brauche ich das nicht für jede Map aufrufen, sondern kann das hier einmal festsetzen. Workshops dazu werden natürlich im nächsten Tutorial, werden natürlich hiernach auch noch kommen. Das sind einfach Common Events. Events, die per Standard in der Database festgesetzt werden. Die ich einmal mit dem Trigger None angeben kann, das bedeutet, sie können nur von der Map aufgerufen werden, mit dem Trigger Autorun, dann werden sie per Autorun laufen, wenn dieser Condition Switch eben auf On ist, und das Ganze kann ich auch parallel machen, dass sie quasi als Parallel Process, also parallel zu dem Spielprozess, laufen werden, wenn dieser Switch hier an ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, viel Spaß beim Event erstellen und bis zum nächsten Tutorial, in dem wir uns dann mit den Kämpfen beschäftigen werden.